Lehrlinge sind gefragter denn je. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kommt der Lehrlingsausbildung eine ganz zentrale Rolle zu und damit auch den Landesberufsschulen. Was sich dort abspielt und was hinter den noch jungen Lehrberufen wie Fahrradmechatroniker und Sportgerätefachkraft steckt, das haben wir uns in Zell am See angeschaut. Beste Stimmung am 11. November in der Landesberufsschule Zell am See. Viele Interessierte sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren zum Tag der offenen Tür gekommen, um sich die LBS genauer anzuschauen. Ausgebildet werden hier mehrere Lehrberufe, angefangen von Einzelhändlern über Bürokaufleute bis hin zu Bankkaufleuten und Finanzdienstleistern. Hinzu kommen zwei ganz junge Lehrberufe, der Fahrradmechatroniker als Spezialist für alle Bikes und ähnliche Fahrgeräte sowie die Sportgerätefachkraft, der Allround-Techniker im Sporthandel. Ja, mittlerweile sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, bundesweit traue ich mir zu behaupten, wahrscheinlich sogar die Besten. Wir haben zwei große Räume, einmal eine komplette Fahrradwerkstatt inklusive Drehbank und Schweißgerät und natürlich sämtliche Geräte, um E-Bikes servicieren zu können, aber auch mechanische Sachen machen zu können und eine komplette Skiwerkstatt, Skischleifen noch mit der Hand. Angedacht ist auch eine Schleifmaschine, also eine wirklich Steinschleifmaschine, Bootfitting selbstverständlich, digitale Fußanalyse und Skischaumschäumen, alles dabei. Für die Lehrlinge natürlich eine tolle Geschichte und die perfekte Kombination zur Ausbildung im Betrieb. Genau, ich mache momentan eine Doppellehre als Sportgerätefachkraft und da haben wir momentan ein super Angebot bei der LBS Zell am See. Haben wir eine neue Werkstätte da herum und da lässt sich das super kombinieren, gerade mit dem Lehrlingsangebot von Bründl. Es ist schon eine große Chance für mich, ich schätze das sehr. Von den Werkstätten und dem Leben darin zeigten sich auch Besucher vom Tag der offenen Tür begeistert. Ja, also ich bin wahnsinnig überrascht, wie sich das in den Berufsschulen entwickelt hat, also zu meiner Zeit und jetzt, wie toll diese Werkstätten eingerichtet sind, wie motiviert die Schüler selbst sind und wie gut drauf die sind. Da merkt man auch, dass das eigentlich auch übertragen wird, denke ich mal, von den Lehrern, vom Fachpersonal, dass da echt ein Spaß und eine Initiative dahinter ist. Ohne Spaß geht nichts, weder in der Schule noch bei der Arbeit. In der LBS Zell am See wird deswegen auch das Menschliche großgeschrieben. Die Lehrer sind sehr engagiert, dass sie eben mit den Schülern auch gleich auf sind, dass sie sich unterhalten und auch, wie es den Schülern geht, auch mental, dass sie helfen und dass sie nicht nur aufs Fachliche schauen, sondern auch aufs Menschliche. Die Landesberufsschule Zell am See ist wirklich eine Top-Schule und ja, also ich bereue es nicht, dass ich da hergekommen bin. Keineswegs bereut hat ihren Besuch in Zell am See auch Daniela Gucci. Die Bildungslandesrätin hatte auch eine klare Botschaft mit im Gepäck. Insgesamt möchte ich eine Lanze für die Lehre brechen, weil wir sehr viele junge Menschen brauchen, die auch in handwerkliche Berufe gehen. Das sind alles wichtige Positionen und wir brauchen daher viele Menschen, die auch einen Lehrberuf ergreifen und hier sehr gut ausgebildet werden. Die Landesberufsschulen sind hierbei ein ganz zentraler Partner, wie der Tag der offenen Tür in Zell am See gezeigt hat.